Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Video Magazin. Wir sind hier gerade im Ford Fun Abenteuerland, beziehungsweise ist das Ford 4 Horrorland. Das ist aber ein anderes Video zum Halloween Event hier im Ford Fun. Verlinke ich euch am besten noch in der Endcard. Und ich stehe vor Thunderbirds. Und Thunderbirds ist die Neuheit 2019. Diese Attraktion hat schon im Sommer eröffnet und ist ein sogenanntes Air Race oder ein Air Race von Zamperla aus Italien. Um genau zu sein, ein Air Race 8.2. Was gar nicht so kompliziert ist, nämlich 8 Arme mit jeweils 2 Sitzen. Das Ganze gibt es bei Zamperla in verschiedenen Konfigurationen und im Ford Fun hat man sich halt für diese Konfiguration entschieden und deswegen dieser Beiname. Und das ist ein Überkopffahrgeschäft mit Schulterbügeln, was sich halt gesteuert mit Motoren überschlägt mehrmals. Also das Ganze dreht sich im Kreis und dann überschlägt sich das Ganze. Es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, dass du Loopings fährst, sondern es geht ein bisschen kreuz und quer gefühlt. Also wenn man die Kreisform sich vorstellt, die man ganz entfernt, die sich dreht, geht es aber kreuz und quer darüber hin und weg gefühlt für dein eigenes Auge. Und man dreht sich bzw. überschlägt sich halt gegen und mit dem Uhrzeigersinn. Und das erklärt eigentlich schon die Fahrt und natürlich die paar Aufnahmen, die ihr zwischendurch hier schon gesehen habt und jetzt weiter in diesem Video noch sehen werdet. Bringt das Ganze auch noch ganz gut auf den Punkt oder visualisiert das Ganze, damit ihr das natürlich euch ein bisschen besser vorstellen könnt. Wenn ihr das Ganze noch nicht kennt, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, denn das Ganze ist eine Deutschlandpremiere. Das ist das erste Air Race in Deutschland. Nicht das erste 8.2, sondern überhaupt das erste Air Race von Zamperla in Deutschland. Hat auch nichts mit diesen Gerslauer Skyflies zu tun, wie ihr sie vielleicht aus dem Holiday Park kennt. Oder den, die heißen die Skyflies, Sky Wing Rider, Sky Roller im Belantis. Respekt da an die Regie da hinten. In Europa und auch weltweit gibt es natürlich ein paar Air Races. Und die Thunderbirds, zu Deutsch Donnervögel, wie ihr hört, starten jetzt gerade wieder und diese Flügelschläge sind wie Donnerschläge und aus der indianischen Mythologie wurde das Ganze übernommen und dafür wurde auch im Ford Fun, passend zum Ford Fun, der indianische Themenbereich jetzt hier gegründet damit. Und wenn die Thunderbirds mit ihren Flügeln schlagen, dann gehen die Wolken auseinander. Die Thunderbirds, die etwas schlecht gelaunt sind, kommen nach unten, können auch aus ihren Augen Blitze schießen. Und das beruht halt auf der indianischen Mythologie und wurde dann hier adaptiert und übernommen für diese Attraktion. Und es gibt ein paar mutige und Auserwählte, die es schaffen, mit den Thunderbirds zusammen in den Himmel zu steigen und Action zu machen quasi. Eigener Soundtrack, den ihr auch im Hintergrund hört, passend zur Fahrt, der dann auch immer startet, der sich immer mehr aufbaut. Und wenn man nicht fahren möchte, kann man sich das Ganze natürlich hier auch von außen angucken. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Schritt vom Ford Fun meiner Meinung nach, weil es ein Familienpark ist, auch jetzt in die Richtung zu gehen, dass man einen Thrill Ride für alle hat. Ich bin gerade auch noch gefahren und das Einmalfahren reicht bei mir. Da bin ich schon fertig mit der Welt. Es ist wirklich völlig und intensiv meiner Meinung nach. Wenn ihr das selber schon mal gemacht habt, könnt ihr natürlich eure Erfahrungen auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten kommt einfach vorbei und probiert das Ganze einmal aus. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine schöne, gelungene Neuheit für das Ford Fun. Und das sogar mit Story, mit schöner Thematisierung, individueller Gestaltung. Und ansonsten war es das von mir an dieser Stelle. Ich bin jetzt raus, ihr seid die coolsten, euer Bro fürs Ride Review Video Magazin.